Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Letzte Woche haben wir euch ja die Waldpilzlasagne gezeigt. Zwar, die haben wir an dem Samstag gemacht, wo Anne in den Pilzen war. Ist auch ein bisschen was übergeblieben, was wir nicht einfrieren, einkochen konnten. Also haben wir am Sonntag nochmal was mit Waldpilzen gemacht, was wir noch nicht hatten. Und zwar eine Waldpilzsuppe. Viel Spaß beim Video. Kühnes Kochkanal. Ihr Lieben, ich war schon wieder in den Pilzen. Ich muss es einfach ausnutzen. Heute soll es ein Pilzsüppchen geben. Was haben wir dafür? Wir haben 800 Gramm Waldpilze, unter anderem Krause Glucke dabei, Maronen und Steinpilze. Dann brauche ich einen Bund Suppengemüse, Pfeffer und Salz, Kochsahne, einen Schmelzkäse, etwas Butter, 500 Gramm Mett, das ist halb und halb, eine Porridge-Stange, eine Knoblauchzehe und eine Zwiebel. Fürs Suppengemüse, um Brühe anzusetzen, brauchen wir noch 1,5 bis 2 Liter Wasser. Daraus machen wir halt eine Gemüsebrühe. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Als erstes habe ich nun unser Gemüse geputzt. Das ist das Suppengemüse, Sellerie, Möhrchen, Lauch, eine Knoblauchzehe. Das Ganze gebe ich nun in 2 Liter Wasser und bringe es zum Kochen, sodass wir halt eine ganz normale Gemüsebrühe rauskriegen. Salz kommt noch mit dazu. Ja, das wäre es dann eigentlich auch schon erstmal. Als nächstes habe ich die Zwiebel klein geschnitten in kleine Würfel. Die werden wir nachher, wenn wir die Pilze anbraten, auch schön mit glasig bräunen. In einer Pfanne habe ich nun das Mett krümelig, nicht gebraten, sondern eher gekocht. Ich habe im Schuss Wasser die Pfanne benetzt und dementsprechend dann das Mett reingegeben. Sobald das jetzt ein bisschen eingekocht ist, stelle ich es beiseite und dann mache ich mit den Pilzen weiter. Unser bröseliges Mett habe ich nun auch schon kräftig mit Salz und Pfeffer gewürzt. In unsere Pfanne vom Mett habe ich nun etwas Butter gegeben. Ich denke mir mal, das werden so 50 Gramm sein. Die lasse ich jetzt etwas schmelzen und dann kommen unsere Pilze rein. So, die Pilze sind in der Pfanne gelandet. Noch ist sie voll. Ich denke, wenn die zusammengeschmort sind, wird das nicht mehr so viel sein. Wie ihr seht, unsere Pilze sind ganz schön geschrumpft. Ich habe nun die klein geschnittenen Zwiebeln dazu gegeben. Das Ganze wird jetzt noch mit etwas Salz gewürzt. Ja, es sollte reichen, denke ich. Und wenn nicht, können wir nachher noch nachwürzen. Die Zwiebeln dürfen nun auch glasig anschmoren. Und dann geht es weiter. In einem großen Topf sind nun unsere Pilze und das bröselige Mett gelandet. Das Ganze werde ich jetzt mit Gemüsebrühe aufgießen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unser Süppchen habe ich nun aufgefüllt und zwar mit ungefähr 1,5 Liter Gemüsebrühe. Pilze, Mett sind drin. Jetzt werde ich den Schmelzkäse unterrühren. Dann nehme ich auch den gesamten Schmelzkäse. Ja, das Ganze darf nun etwas leicht köcheln auf der Herdplatte und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unser Schmelzkäse ist geschmolzen. Deswegen heißt er ja so. Nun gebe ich die Kochsahne dazu. So, kannst auch weg, die leere Pose. Und unseren kleingeschnittenen Porree. Das Ganze darf noch mal kurz aufkochen. Ich habe schon mal angetestet, wie es schmeckt.
Ich habe zwischenzeitlich genug gewürzt mit Pfeffer und Salz, dass wir nicht mehr nachwürzen müssen. Je nachdem, wie viel ihr vorher reingemacht habt, probiert es halt und dann werdet ihr sehen, wie es schmeckt. Das Ganze lassen wir jetzt nochmal, ich sag mal, vielleicht 5 Minuten, so dass der Porree zwar gar ist, aber halt noch, also noch nicht schlabberig, dass er noch bissfest ist. So. Und dann kann gegessen werden. Ja, Freunde, kurzes Fazit, leckeres kleines Süppchen, lässt sich bestimmt noch ein bisschen abwandeln mit Sahne etc. Bleibt euch überlassen, das ist für euch erstmal das Grundrezept gewesen, so wie wir es gegessen haben. Ja, und ich glaube auch, es reicht mit Waldpilzen langsam, jedenfalls für dieses Jahr. Anne ist zwar heute noch mal los, ist noch nicht wieder da, mal gucken, ob sie noch was mitbringt, aber ich glaube, mit Waldpilzen reicht es erstmal. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo, das ihr mal unten rechts machen könnt, würden wir uns natürlich sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, genießt den schönen Sonntag noch. Hier ist es jedenfalls schön. Und tschüss. Kühnes Kochkanal.